Hallo Freunde, willkommen zum neuen Video. Du hast dich schon immer mal gefragt, wie bekomme ich denn meine 5 Minuten Terrine warm, wenn du gerade kein Herd zur Hand hast oder einen Gaskocher. Ja, ich habe mich das auch schon immer mal gefragt und ich habe hier für dich in diesem Video die ideale Lösung, wie du auch ohne Energiezufuhr eine 5 Minuten Terrine warm bekommst. Aber sie selbst. Viel Spaß mit dem Video. Und falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere doch den Kanal. Danke! Richtig erkannt, das ist natürlich das schöne Karlsbad und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, diese schönen Szenen für euch zu drehen. So Leute, irgendwas mit Bauen. Ja klar, hier in Karlsbad ist es natürlich schwierig, euch irgendwas mit Bauen zu zeigen. Deswegen hatte ich den Einfall, also eigentlich hatte ich nicht den Einfall, aber der liebe Paul hatte den Einfall, an der heißesten Quelle hier eine 5-Minuten-Terrine aufzufüllen. Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert und wie die Leute so drauf reagieren, wenn ich jetzt an der Quelle, wo normalerweise alle trinken, mir so eine Minutenterrine hier auffülle. Los geht's! Fertig! In 5 Minuten geht's dann gleich los mit dem Essen. Lecker, lecker, lecker. Sieht schon ganz gut aus. So, während jetzt hier im Hintergrund die Leute langweilig aus ihrem Becherchen das Heilwasser zu schlürfen beginnen, probiere ich jetzt mal hier, wie der Kartoffelbrei schmeckt. Weil das Wasser ist natürlich relativ gewöhnungsbedürftig, schmeckt jetzt auch nicht jedem. Ich finde es, naja, geht so. Aber ich dachte, mit so einem salzigen Kartoffelbrei ist es vielleicht ganz okay. Sehr lecker. Kann man auf jeden Fall machen. Kein Unterschied zu einem normalen Wasser. Gut, danke. Jetzt probieren wir nochmal die China-Nudeln. Auch sehr salzig. Und kann man auf jeden Fall auch machen. Sehr lecker. 73 Grad reichen auch hier, um die 5 Minuten Terrine zu kochen. Ohne Energie zuzuführen. Das ist ja in Zeiten von einer Energiekrise auch so eine Sache, ne? Also, wer Hunger hat und keine Energie, der geht hierher zur Quelle und kocht sich seine 5-Minuten-Terrine. Oh shit, die Bullen. Nee, die waren natürlich nicht wegen mir da. Es wäre natürlich echt lustig gewesen, den Bullen zu erklären, dass man das hier für ein YouTube-Video macht. So, während in Franzensbad und Marienbad aus Gläsern getrunken wird, wird hier in Karlsbad traditionell aus einem Becherchen getrunken. Und zwar haben nämlich die Zahnärzte damals festgestellt, dass das Wasser Verfärbungen an den Zähnen auslöst und haben diesen Becher entwickelt aus Keramik, weil sich da nicht so viele Stoffe ansammeln. Und dieser Haltegriff ist quasi der Strohhalm, was sich allerdings als auch ein bisschen Fehlkonstruktion erwiesen hat. Denn wenn man hier anfasst, ist das auch sauheiß. 73 Grad ist jetzt nicht gerade eine Wohlfühltemperatur für die Haut. Aber naja. Ja, das sind natürlich alles Traditionen, die von allen Menschen hier gewahrt werden und alle mitgetragen werden. Denn die meisten Menschen, die hier aus diesen Heilquellen trinken, 12 sind es ja an der Zahl, die direkt in Karlsbad sind, trinken aus so einem Becherchen. Die gibt es natürlich dann in jeglicher Variation. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, freut mich das natürlich und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Falls es dir nicht gefallen hat, dann lösch bitte jetzt nicht dein Abo, denn morgen kommt schon das nächste richtige Video, wo es wieder um das Thema Bauen geht. Ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Samstag und gehalt dich wohl. Peace, dein Mo.